Guck mal, da kommen sie schon. Diese, das ist professionell, Martin. Die Dänen funktionieren einfach. Genau. Sehr gut. Jetzt geht es natürlich auch um dich. Du hast die Gitarre schon umhängt, stell dich doch mal kurz vor. Wenn ja, ich bin Axel, ich komme aus Mannheim. Und ja, ich mache das Ganze eigentlich nur für ein Hardrock-Café-T-Shirt aus Köln. Okay, das hast du jetzt schon sicher. Ja, aber wer weiß, am Ende gehst du vielleicht mit der Gitarre nach Hause. Kannst du selber die Gitarre spielen? Ich versuche mir das gerade beizubringen, aber es klappt nicht so ganz. Dir selber das beizubringen, das ist in der Tat nicht so einfach. Peters Gitarrenbuch ist, glaube ich, ein Tipp, oder? Peters Gitarrenbuch. Das hast du. Also ich kann dich beruhigen, ich spiele ja auch ein bisschen Gitarre und ich habe nie eine einzige Gitarrenstunde genommen. Ja, ich spiele auch nur noch Tabs oder so, also die Noten kann ich auch nicht. So. Ja. Vielen Dank. Ich danke super Publikum. Genau. Man merkt es nicht, das muss man ja auch dazu sagen, also du hast noch keinen Unterricht gehabt. Ich habe da schon andere jetzt, das ewige Dank gehört. Okay, jetzt geht los mit der Gitarre. Vorwegrutschspielen. Welchen Song spielt ihr, Daniel? Aber noch gar nicht. Ja, ich lasse mir das einfallen. Okay. Deine Performance, die beste Performance, gewinnt am Ende des Tages. Sei mir nicht böse, ich schiebe hier mal ganz kurz. Ich fange mal so ein bisschen nach hinten, weil wenn der Breite gleich richtig sein, 90 Kilo Körper. Ja, auch wahrscheinlich nicht gehört, da muss man aufpassen. So, liebe Leute, es werden immer mehr Leute, wie gesagt, ihr könnt die T-Shirts und die Gitarren umsonst gewinnen. Außerdem gibt es nachher noch Poster von den Vorwegrutsch und Reise und Unterhose. Was aber viel entscheidender ist jetzt, der trägt schon lange keine mehr. Wenn man sich hier vorne hinstellt, vor Hunderten und Tausenden von Menschen, dann gehört da viel, viel Mut zu und deswegen würde ich sagen, einen kurzen Applaus schon mal für ihn. Was ich jetzt sehr begrüßen würde, ist, wir haben vier T-Shirts. Vier T-Shirts, kann man die kurz haben? Guck mal, hier sind vier T-Shirts. Der Martin hält nochmal ganz kurz die Gitarre und du kriegst jetzt schon mal. Martin, darf ich dich kurz sitzen? Natürlich. Du kriegst jetzt schon mal. Dein Hardrock-Grown-Café-T-Shirt! Ist auch in etwa deine Größe, in 5 bis 6 Jahren, du wächst noch ein. Hat auch seinen Vorteil. Dafür hast du es ja auch eigentlich gemacht, für das T-Shirt, ne? Aber jetzt nicht abhauen, deswegen. Ja, nein. Okay. So, dann wird dir gleich Schlag auf Schlag gehen. Ich möchte ganz kurz, bevor wir jetzt losmachen, wie war nochmal dein Name, Entschuldigung? Axel. Du bist also Namensvetter von Axel Rose, ein Sänger von Guns N' Roses. Nein, das tut dir nicht leid, und Axel Rose ist einer der großartigsten Entertainer der Welt. Er hat euch gerade so viel Talent. Gut, also Guns N' Roses ist nicht dein Musikstil, sag mal gerade, dann bist du bei den Vorwegrutsch genau richtig. Du hast jetzt genau, ich würde sagen, 45 Sekunden Zeit. Wir spielen einen Song übrigens für meine Band, wir spielen für dich oder dein, würde ich sagen, ein Sprüchchen oder so. Ja, das kommt so rastig schon völlig raus, das ist recht. Ich spiele jetzt 45 Sekunden lang einen Song. Ganz wichtig bei dieser Geschichte ist, dass du hier nicht rumstehst wie ein Blöd, sondern ich zeige dir mal ein paar Sachen, die ganz entscheidend sind beim Gitarre spielen. Wichtig sind solche Gesten, ungefähr sowas. Du kannst dich frei bewegen auf der ganzen Bühne, du kannst hier oben auf das Podest stehen, du kannst sowas in der Art. Sowas immer wieder gerne gemacht, James Cash spielt von Metallica. Auch gerne gesehen, hier vorne auf den Catwalk gehen und ganz kurz Hose runter. Das ist auf jeden Fall ein Highlight. Unsere Mitarbeiterin freut sich jetzt schon, würde ich sagen. Mit einem schönen, behaarten Po im Gesicht. So, Ladies and Gentlemen, ein riesen Applaus für Axel und die Frau Beckhut. Oh,
Spaß gemacht? Ja, nochmal kurz. Okay. Großartig, Axel.